Genau wie bei den Schmetterlingen. Kann ich den tamen? Nee, ne? Da haut er schon ab. So, Frage ist, wie wollen wir weiter verfahren? Eichensetzlinge, ich würde gerne auch noch weiter Eichen anbauen und den Wald ausbauen, denn im Wald, da haben wir auch noch eine Menge zu tun. Ich nehme da auch noch ein bisschen Holz mit, einfach mal. Also, warte. Das tue ich mal alles dahin, das Holz dahin, das Holz dahin, weil wir wahrscheinlich auch ein paar Bretter brauchen werden. Leitern haben wir dabei, Zäune haben wir auch dabei. Notfalls, ich nehme noch eine Workbench mit, da haben wir auch ein paar vor Ort. Ich sollte eigentlich eh immer eine Workbench mit dabei haben. Huch. So, eine reicht ja. So, diese komischen Chitinpanzer, die kann ich eigentlich auch mal wegschmeißen. Na du Süßer. Nee, tame geht nicht. So. Weg mit dir, 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 weg mit dir. Oh. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Das müsste jetzt alles da unten bei den Fischen ankommen. Da ist aber auch egal. Die können ja ruhig da... Weil es ist ja auch egal. Dann leuchten die Fischstäbchen eben im Dunkeln. Ist mir auch egal. Die Plutoniumstäbchen. So. Eine Axt haben wir auf jeden Fall dabei. Und die Axt ist, glaube ich, auch gut enchanted. Haltbarkeit, Effizienz. Zack. Und ja, wir sollten hier rechts das Feld dann auch endlich mal anschmeißen. Und ja, wir sollten vielleicht auch mal... Ich würde auch gerne zur Experience-Maschine gehen und mir da die Level holen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die noch sehr inperformant ist. Und die ist ja... Huch! Na, jetzt bleib stehen, bleib stehen. Nein, ich fliege nicht. Ich kann die nicht tamen. Schade. Ich wollte gerade eine Kakerlake tamen. Aber das geht leider nicht. Vielleicht brauche ich da ein Stück Zucker für oder sowas. So, ich glaube, dann haue ich hier einfach noch ein paar Bäume hin. Ich habe jetzt leider... das Knochenmehl habe ich natürlich gelassen. So, und wie immer müssen wir hier erstmal ein paar Setzlinge machen. Ich weiß, ein paar finden das schrecklich. Die finden das Entsetzling. Witzig. Naja, aber wir haben ja leider keine andere Wahl. Und um den Wald richtig zu machen, brauchen wir das leider. Ich habe mal nach Mods geguckt, mit denen wir da eventuell noch ein bisschen mehr Setzlinge rausholen können. Geht aber leider nicht. Schade aber war. Ich hätte es ja auch lieber anders gehabt. Gibt es vielleicht jemanden unter euch, der Mods programmieren kann? Also schon ein bisschen professionell? Nicht so... Also billo oder notgedrungen oder gerade mal so, sondern wirklich schon richtig gut? Gibt's da jemanden? Weil ich hätte ja noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne auch machen würde. Gerade auch mit Essensrezepten und sowas. Das wollte ich ja schon ewig mal machen. Oder mit einbauen. Aber da fehlt einem halt auch der Ansprechpartner, weißt du? Also wenn da jemand irgendwie gut Mods programmieren kann oder sowas, dann sag mal Bescheid. Ich habe da noch so ein paar Ideen, die sind nicht unbedingt alle unique. Aber ich glaube, wenn man da jemanden hätte, der das betreut, dann könnte man sowas einfach mal... Naja, mehr oder weniger offiziell mit einbauen immer. Gerade bei Kochrezepten hätte ich da noch eine Menge Ideen. Oder könnte man sich noch eine Menge was machen. Oder vielleicht auch andere Crafting-Rezepte, was man mit was machen kann und so weiter. Das fängt ja schon mal damit an, dass man aus Weizen Mehl machen kann. Und aus dem dann wesentlich mehr als jetzt möglich ist. Was ich auch wesentlich besser fände. Das geht ja, glaube ich, mit einer Mod geht das ja, glaube ich, eh. Da kann man das, glaube ich, auch industriell verarbeiten lassen mit einem Mühlrad und sowas. Das hatte ich schon mal installiert. Da ist Minecraft leider immer abgestürzt bei mir. Sollte ich vielleicht nochmal probieren. Wäre gar nicht mal so schlecht. So. Und jetzt mal gucken, da haben wir wieder ein paar Saplings. Hui. Die sammeln wir natürlich gleich alle auf und die können wir eigentlich auch alle gleich wieder einpflanzen. Workbench lassen wir erstmal stehen. Alter, wie viele Kakerlaken hier rumflitzen. Man könnte meinen, ich stinke. Ein wichtiger erster Weg zur Besserung, Grunk. Beim Thema Stinken fällt mir mal eine Sache ein. Ich weiß nicht warum. Da, das hab ich das schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht mehr. Als ich früher noch so, ne, Schule und so, da bin ich immer mit der Straßenbahn hingefahren. Ne, und dann war es immer so, in der Straßenbahn im Sommer,
Da waren vielleicht oben diese schmalen Fensterschlitze, die konntest du auf Kipp machen maximal. Und das war schon das höchste der Gefühle. Und ansonsten war da nicht viel zu holen mit Frischluft. Und dann war das halt immer so, dass da einige Leute, die, wie formuliere ich das am besten? Im Sommer schwitzt man ja nun mal sehr, wenn es heiß ist, schwitzt man sehr. Und besonders einige Stellen am menschlichen Körper sind ja prädestiniert zum schnellen Schwitzen, zum intensiven Schwitzen. Wie zum Beispiel, ich sage mal, der Schritt. Der Schritt ist ja quasi eine der intensivsten Schweißzonen am Körper mitunter, auch unter den Armen und im Schritt ist, glaube ich, ne? Und der Schritt ist ja vorne und hinten. Den hat man ja hier und da. Ne, das ist ja. Und da gab es halt Leute, die saßen dann, weiß ich nicht, die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag, haben Bürojobs und so weiter und sind dann wahrscheinlich im Büro oder gut, sagen wir mal, die Leute, die da saßen oder die es betrifft, die sitzen nicht unbedingt im Büro, die saßen halt eher im Kiosk den ganzen Tag und haben Unterberg geschlürft mit ihren Freunden, mit Kumpel Kalle und Klausi. Naja, und jedenfalls war es dann so, dass man immer das Gefühl hatte, gerade wenn die Sonne so prall ist, gerade wenn es so richtig heiß ist und gerade wenn dann so der Schweiß an den Beinen runterläuft. Na gut, das war jetzt natürlich übertrieben. Aber gerade dann hast du immer das Glück gehabt, dass hinter dir genau der eine Typ saß, der irgendwie diese ekelhafte, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Schrittkackschweiß, glaube ich. Weißt du, wenn die irgendwie, ich habe mir das immer so zurechtgelogen, die waren im Büro auf dem Klo, haben Papier gespart oder wollten da nicht oder keine Ahnung und haben sich gedacht, ach komm, den Rest wischte mal zu Hause ab, spart Papier im Büro. Oder vielleicht haben sie gar kein Papier, vielleicht müssen sie ja Druckerpapier nehmen oder so endlos Printerpapier und das ist dann unangenehm oder das Einlagige, ne, weil die Firma sparen will, hast du einlagiges Klopapier. Da kommst du gerade mal so mit der Hand so ein bisschen gegen die Backe hinten, drückst du ein bisschen gegen und schon drückst du den Finger durchs Papier zwischen die Backen. Verstehst du, was ich meine? Und so, da haben die Leute dann natürlich wahrscheinlich Druckerpapier genommen oder irgendwas und sich gedacht, ach Mensch, zu Hause wird's wieder fit. War meine Wunschvorstellung, dass es so gewesen ist. Wahrscheinlich ist die Wahrheit einfach, dass die Leute schon tagelang so rumgelaufen sind, weil das war sommerlicher Arschritzen-Kacke-Schweiß hinter dir in einer überhitzten Straßenbahn lässt dich den Glauben an die Menschheit verlieren. Das war so, boah, und dann habe ich da so, da war ich so paranoid dann irgendwie, habe ich gedacht, boah, was ist denn jetzt, wenn das ganz normal ist, wenn alle Menschen nach Arschritzen-Kacke-Schweiß stinken und du tust es auch und merkst es nur nicht, weil du es gewohnt bist von dir. Das war für mich, boah, da habe ich Paranoia geschoben und dachte immer so, boah, nee, alles bloß das nicht. Ich will niemals nach Arschritzen-Kacke-Schweiß riechen. Das ist so, glaube ich, ist auch ein schönes Thema fürs Let's Play. Ganz klar, muss man sagen. Das vereint Poesie und die menschliche Evolution in einem. Und da frage ich mich gerade, heute ist es ja so gut, Männer haben ja, viele Männer, die meisten Männer haben ja Haare am Hintern. Aber wie war denn das zum Beispiel in der Steinzeit? Da, ich weiß nicht, waren die Körperhaare da länger? Da muss da irgendwo der Übergang gewesen sein, vom Affen zum Menschen oder sowas. Dieser Evolutionsschub, aber da hat der Mensch, glaube ich, noch längere Haare am ganzen Körper gehabt. Und vor allen Dingen, wenn die dann, ich meine, die hatten ja jetzt nicht irgendwie sanitäre Anlagen oder ein Feuchtigkeitstüchlein am Klo, am Bidet oder sonst irgendwo. Wenn die dann irgendwo ihren Arsch in die Pampa gehangen haben, um einfach mal so ein Brikett auf den Boden zu drücken, ne? Wie? Das muss doch alles in den Haaren festgehangen haben. Alter, die müssen doch da richtig, ich meine, die hatten ja jetzt auch, die sind ja jetzt nicht morgens duschen gegangen nach dem Aufstehen. Weißt du, in ihrem Vier-Sterne-Hotel, die haben in der Höhle gepennt, sind morgens aufgestanden auf die Jagd. Und die haben da, ich weiß nicht, haben die dann in den Haaren, müssen die dann doch auch, das ist so ekelhaft, ich will da gar nicht drüber reden, aber das muss gewesen sein, wie Rasterlocken, nur ohne Holzkugeln. Das war wie so ein Glockenspiel dann einfach, so ein Windspiel. Und dann auf der Jagd immer klingelingeling, klung, kling, klung. Boah, das muss ganz schön, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur krank und stelle mir irgendeinen Scheiß vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will das gar nicht wissen. Ich hätte gerne ein Bett da, aber ich hole mal Knochenmehl gerade. Auf jeden Fall ist das schon sehr,
Ach, das ist die Windmühle. Ich dachte, da steht was. Auf jeden Fall sehr grenzwertig. Ich weiß, das Thema ist auch sehr grenzwertig. Aber man muss ja auch mal offen drüber sprechen dürfen. Habt ihr auch schon mal sowas gehabt? So Leute im Bus oder in der Bahn, die hinter euch sitzen und dann so penetrant irgendwie, ich weiß nicht, so Ausdünstungen von sich geben? Das ist ja jetzt keine Seltenheit, dass das nur ganz selten vorkommt. Das war damals fast schon Regelfall. Ich hatte da, ach, Zucker hatte ich dabei. Da wirst du ja fast schon paranoid. So, warte mal. Wo wir gerade das spannende Thema haben, was wollte ich holen? Ich wollte Knochenmehl holen und Knochen. So, habe ich Knochenmehl eigentlich hier reingelegt oder hatte ich das dabei? Knochen sehe ich hier eine Menge. Wo ist denn das Knochenmehl? Habe ich das verbraucht komplett? Naja, mache ich hier mal ganz kurz. Zack. Knochenmehl. Yeah. Gehen wir mal ganz kurz die Bäume damit hochzüchten. Und brauche ich da hinten sonst noch irgendwas? Ich habe jetzt die Mega-Axt. Ich muss jetzt gar nicht mehr hin und her laufen, großartig. Ich kann da hinten ja erstmal Fürzer spielen. Eine Forza kann ich spielen. Da wären wir wieder beim Thema. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Spannende Themen. Also was so ekelhafte Themen angeht, hätte ich direkt noch ein paar. Ich trau mich... Was war das denn jetzt? Vielleicht sollte ich die Sonne abwarten. Ja, aber auf jeden Fall... Ach, da oben wachsen ja auch die Bäume. Finde ich ja cool. Ich könnte auch da hinten mal welche wegsensen in der Zeit. Pass auf, dann nutzen wir die Nacht einfach mal und räumen hier weg. Das Ding ist... Ist das ein Alpha-Baum? Okay. So. Dann räume ich hier mal weg. Wieso ist das eigentlich so, ne? Das ist ja jetzt hier Emanzipation und sowas. Alle Welt redet ja von Emanzipation, aber wieso ist das denn jetzt immer noch so? Zum Beispiel, dass man als Mann, und als solchen bezeichne ich mich generell gerne, als Mann... Kannst du halt, oder sagen wir mal, hast du Stammtisch gerade und sagst, oh, Alter, gestern habe ich so einen Opolyten gelegt. Na, machst du normalerweise nicht. Ist irgendwie so ein Klischee, machen Männer. Oder? Ja, vielleicht, wenn man so lustig ist mit Kumpels, dann so als aus Spaß, so, weißt du? Dass man da quasi so über solche Themen locker erzählen kann. Habe ich einen Alpha-Baum gesprengt? Nee. Oder? Weiß ich nicht. Nö. Im Zweifelsfall schnell Nein sagen. Dass du als Mann halt offen über solche Themen sprechen kannst, wie zum Beispiel, oh, Alter, erstmal fetten Nugget weggesprengt oder sowas, weißt du, oder irgendwie sowas. Aber als Frau ist das natürlich tabu. Frauen, also es gucken ja auch einige Frauen jetzt zum Beispiel beim Let's Play zu. Liebe weibliche Zuschauerinnen, wann habt ihr denn zum letzten Mal gepupst? Ich würde jetzt sagen, die Frage muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber das ist im Zusammenhang echt ekelhaft. Nee, auf jeden Fall, ist aber eine interessante Frage, weil warum ist das denn trotz der Emanzipation, Frauen wollen sich ja den Männern angleichen, warum redet ihr denn nicht offen über solche Themen? Unter Frauen redet man natürlich ganz anders. Frauen unter Frauen oder Frauen mit Frauen reden ganz anders als Frauen mit Männern. Die unterhalten sich über Sachen, da würde ich schamesrot anlaufen. Das weiß ich nicht. Dagegen sind wir noch harmlos. Männer prahlen halt gerne mit allem Möglichen. Männer prahlen mit allem. Mit allem, was es gibt, müssen Männer immer prahlen. Da müssen sie mal die Besten sein, die... Weiß ich nicht. Boah, ich hab gemessen, Alter. Das waren mindestens 6 Kilo gestern. 6 Kilo! Und dann hab ich die Wurst so in die Schüssel gelegt. Und ich schwöre, die ist wie ein Lachs. Die Stromschnellen hochgeschossen. So reden Männer, aber auch öffentlich. Frauen nicht. Trotz der Emanzipation. Was heißt denn das jetzt hier mit den... Habe ich jetzt was verpasst bei Minecraft 1.5.1, dass ich jetzt mit Knochenmehl nichts mehr düngen kann? Ich verstehe das gerade nicht. Oder liegt das daran, dass hier Sumpf ist?
Verstehe ich gerade nicht. Ich bin ratlos.